So Leute, willkommen zurück in La Rochelle von, nein, ist mal andersrum, First Tempter in La Rochelle. Ja Leute, wir weichen jetzt einmal den Bach so gut wir können aus. Dürfen nämlich keinen Alarm machen. Und das wird schwierig sein, weil hinter dieser Ecke lauert nämlich ein kein Fenster schon. Das sind drei Typen. Einer mit der Armbrust, zwei mit dem Schwert. Und der Tiere sind. In den Kampf! Das erste nervigste. Da kann ich noch die anderen zusammen machen. Läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Ja, famos sogar. Die Templer versteckt. Hier ist niemand. Blutspuren an der Tür. Die französischen Soldaten haben wohl schon ihre Aufwartung gemacht. Ja, aber sehen wir uns das zweite Haus auf der Liste an. Aber ich dachte, im ersten hat es natürlich am wahrscheinlichsten. Aber ich frage mich, wieso die Könige immer durchdrehen. Passt doch jeden König nicht so, dass sein Volk geistig ist. Und ja. Volk ist geistig, Könige muss randalieren. Sie haben uns gesehen. Hier haben wir komplett vergessen zu aktivieren. Aber es läuft zurzeit gut. Zu gut, würde ich fast sagen. Und wir sind jetzt von hier auf der anderen Seite. Sehr geil. Na, da ist die Truhe und wie kommen wir da rauf? Wie man es da vorne durchkommst du. Ich werde sanft sein, versprochen. Das ist einmal das Nervigste. Thank you.
schaut doch bis jetzt ganz gut aus, Leute. Jeder von uns beiden lebt noch. Die Tür ist verschlossen. Moment! Hört ihr das? Da drin ist jemand, der nicht ruhig bleiben kann. Jeder Templer würde öffnen. Wer immer das ist, er gehört nicht zum Orden. Gehen wir zum dritten Haus. Jawohl, Sir. Das Tor ist verschlossen. Kein Wunder. Wie kommen wir zum dritten Haus? Es muss einen Weg außen herum geben. Wir sind entdeckt worden. Alarm! Alarm! Zeit davon läuft. Wie die Zeit da knapp geworden ist. Der Feldwebel verhält sich seltsam. Da ist bestimmt etwas Großes im Gange. Gestern erhielten wir den Befehl, einen Gelehrten der Templer festzunehmen. Wir trieben ihn in eine Sackgasse, aber er... Der große Tag ist... Leute, wir sind jetzt gerade in La Charelle und wir sind eigentlich noch ganz gut dabei. Und das ist die erste Zeit. Und uns fehlen noch zwei Häuschen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu den Häuschen. Nee, den Witz lassen wir nicht nehmen. Der Haus ist hier in der Nähe, Leute. Ich muss ja weiter. Stimmt ja. Ich könnte den Gong auslösen. Den Gong auslösen tut mitten hinter mir. Dann beklagt sich wieder sämtliche Leute. Warum ist der? Und bla bla bla. Das kommt so knapp, wenn da vorne. Verteidigt euch! Ich hasse die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen weg? Aber kein Problem. Keinesfalls den Alarm ausgelöst. Das versuche ich noch so lange wie möglich zu halten. Da oben ist ein Templer versteckt. Aber wir können es noch nicht aktivieren. Das ist ja unfair. Wir müssen jetzt da runter wahrscheinlich. Und dann da durch. Seht, sie haben Galgen errichtet. Was haltet ihr davon? Es erinnert mich an die Inquisition. Vielleicht hat Bruder Lorenzo seine Hand im Spiel.
Das wird auch Enzo. Er ist Bruder der Enzo. Wenn der schon nie vorgekommen ist, kann ich mich nicht erinnern. Also eins muss man lassen, die Typen haben Galgenhumor. Angriff! Niemand zu Hause. Aber wenigstens ist es hier ruhig. Sie sind vermutlich aus der Stadt geflohen. Das hoffe ich für Sie. Auf der Liste steht nur noch ein Haus. Und dessen Eingang wissen wir inzwischen, Leute. Also wieder zurück zum Haus und ich würde sagen, die Häuser haben wir voll geschafft. Ich habe es zwar irgendwie länger vorgehabt, ich habe es mir irgendwie länger vorgedacht, aber wir sind noch gut in der Zeit. Und die Häuser. Und wenn man daran mal denkt. Ich möchte euch meine Dolche vorstellen. Nur zwei Wachen. Das sollte kein Problem sein. Sie könnten nach Verstärkung rufen. Und das hier. Selbst wenn man stärker als der Gegner ist, da gibt es einen guten Bruch. Man sollte nicht, wenn Ignoranz sollte, die meisten Kämpfer ist Ignoranz ihre Schwäche. Ja, was meine ich mit dem Bruch? Wer ignorant ist und meint, er ist der Beste, kriegt oft eins auf die Fresse. Ich kann ja beten, ich vergesse es ja immer. Ich kann ja beten. Wir kommen jetzt auch noch einfach in den Park. Auch verschlossen. Herr, sucht ihr nach den Rittern mit den weißen Umhängen? Habt ihr welche gesehen? Raus damit! Sie sind in Eile fortgelaufen, mit vielen Büchern. Wisst ihr, wohin sie wollten? Einer erwähnte das Haus am Rande der Stadt. Gott schütze euch. Marie, wir gehen. Das Haus am Rande der Stadt. Aber das erkunden wir erst im nächsten Part. Ich gehe jetzt erst einmal durch. Und dann nehme ich noch ein bisschen auf.
Oder wartet. Nein, ich nehme jetzt. Ich beende erst einmal den Part, dann kann ich weiter diskutieren. Wiederschauen, reingehauen, servus!